Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist mal euer Heinz und wir machen heute mal Käsespiel, nee, Flatout 1 mit eurem Heinz. Nee, sondern mal wieder ein kurzes Info-Video. Oh, meine Lieben, ich habe ja nun mittlerweile schon 21 Abonnenten, bin schon wie ein bisschen stolz drauf. Ja, da freue ich mich drüber und danke für alle, die da auch mit und kommentieren und machen und Däumchen hoch geben und ja. Ja, da freue ich mich. Also über 20 Abonnenten schon für die kurze Zeit. Ja. Sind natürlich nicht alle Spiele, kommen gut an, ist ja völlig klar, aber was ist das schon? Ich wollte ja auch noch mal ein bisschen Werbung machen, wenn schon Kanal, für meinen Zweitkanal Rockelt der Engel. Ja, also für Infos aus der spirituellen Weg. Ja, da ist momentan auch Engelrockler-Woche wieder ganz aktuell. Frisch wird gerade hochgeladen. Gut, wenn das Video hier ist, dann ist es ja schon Geschichte. Also da ist es ja schon ohne Linie sozusagen. Ja, meine Lieben, ich habe hier also, ja, was ich euch sagen wollte, falls in nächster Zeit die Spiele ein bisschen dürftig kommen, ja, ich habe zurzeit, das funktioniert nicht so richtig. Also Rennspiele werden im Moment erstmal nicht kommen, weil ich krieg's nie, ich sehe es nie, ich nur noch Mist und also bei Flatout, das ist, da habe ich gestern versucht und heute ist ohne die Stimmung fluchend den Controller in der Ecke gefetzt, also... Das wird einfach nichts. Wenn werden vielleicht so ruhige Spielchen, ja, vielleicht kriegst du ja Pflanzen gegen Zombies hin. Weil ich wollte das so gerne fertig machen. Ja, damit man immer was Neues anfangen kann. Ich will nicht so viel Neues anfangen, weil dann verzettelt man sich oder dann kackt der Computer mal ab, da sind die Spieledateien weg und dann muss man das alles und das will ich irgendwie auch nicht so richtig und ach, keine Ahnung. Ja, also will ich erstmal eins fertig machen. Dann habe ich nämlich, weil wenn das fertig ist, nicht Pflanzen gegen Zombies, habe ich vor hier. Sieht man es? Ja. House Flipper. Ja. House Flipper soll nach einer bestimmten Seite auch unter mithilfe von Steam Proton unter Linux laufen. Ja, und hat sogar Platin von ihm gekriegt. Der Renovierungssimulator, was er eigentlich von Windows gemacht hat, dann möchte ich mal gucken, ob er läuft. Also versprechen kann ich es nie, weil könnte schlimmstenfalls noch unter Windows machen oder muss ich ja immer wechseln, da habe ich ja keine Lust. Da habe ich nicht so richtige Lust. Ja, das würde ich dann als Simulator dann anfangen, statt Pflanzen gegen Zombies, tun wir eben mal Häuser reservieren. Renovieren, ja, die habe ich mir also günstig erstanden. War 5 Euro billiger als bei Steam und da habe ich sie mir bei eBay geholt. Ist noch ungeöffnet hier, noch gar nichts, weil, ja, müssen wir mal gucken. Ja, das dazu und ich würde anfangen mit einem Gruselspiel. Ich habe hier Pineview Drive, ja, Pineview Drive. Ja, so für Anfänger Horror ist so FSK 12 hier, aber man muss ja mal klein anfangen, ja. Ich habe nämlich... bin ich auf den Kanal gestoßen, das ist Chevellas Spielecke, das werde ich euch mal verlinken, die Frau ist einfach, ja, wie soll ich denn so, ja, klasse, ja, die hat ein bisschen so eine rauchige Stimme, dann spricht die mal alles so schön aus, nicht wie Glipper und eklig, das ist eklig und fiech und, also, die macht das so wirklich gut und dann schreit die wirklich wie Mädchen, ja, das ist herrlich, der Kanal. Ich verlinke euch, falls ihr da auch mal vorbeischauen möchtet, ja, Chevellas Spielecke, also ich krieg nichts von der, ne, übrigens, ja. Aber ich finde die einfach herrlich, wenn die Horrorspiele spielt. Und die Evil Within habe ich geguckt. Ja, und da habe ich mir, dann fing sie das an, da habe ich mir gesagt, nee, mit dem kannst du auch anfangen. Soll unter Linux auch laufen. Ja, ist also nativ. Also der erste Teil, jetzt kommt ja mittlerweile schon der zweite, der ist aber noch nie für Linux gemacht. Und da haben wir keine Erfahrung. Wir fangen erst mal klein an. Ich muss mal gucken, wie mir die Horrorspiele, weil Horrorfilme gucke ich ja ganz gerne. Warum nicht so Spielspiel? Da wirst du mich blöd anstellen. Ne? Weil schon Garden Warfare hier mit der Steuerung, hier Controller, hier. Mit der Controller, ne? Und so, was links, rechts ist. Und dann muss ich das ja mit der Tastatur und mit der Tastendur und mal gucken. Bei The Evil Within Goods gibt es ja auch für die PS4. Aber wenn man sich dann so doof anstellt, aber wenn Chevella das hinkriegt, wäre ich es vielleicht auch schaffen, weiß es nicht. Vielleicht kreische ich dann irgendwie ein Mädchen. Ja.
Ja, was wollte ich sonst noch sagen? Ja, eigentlich soll es das bloß mal erwähnt als Info so gewesen sein. Wie gesagt, danke allen Abonnenten nochmal, ja, dass ihr auch weiterhin zuschaut. Ja, und mit Autorennen, ja, wie gesagt, wer schon gucken, wenn ich wieder Lust habe, kommen wieder welche hoch. Da seht ihr ja dann, wenn es weitergeht. Flat Out 1 sind zwar die Aufrufzahlen noch nicht so toll, aber ich will das Spiel schon aus persönlichen Dingen fertig machen. Ja, das, also möchte ich also auch nochmal sagen für meinen Kanal, ich spiele also auch nur Spiele, die mir auch gefallen. Ich mache nie jetzt irgendwas, weil es gerade in Mode ist oder weil das so ist, sondern ich, wenn ich ein neues Spiel sehe und mache ich, dann spiele ich sie. Spiele, wo weibliche Charaktere, also wo ich es nicht auswählen kann, da muss ich gucken, ob ich das spiele. Also wenn es Heldinnen sind und Kämpferinnen und die dann bloß die Stöckelschuhe anziehen müssen und in Kampf ziehen. Also die Spiele mache ich definitiv nie, wo ich nie auswählen kann, den Charakter. Ja, wo ich nie, also auch als Mann spielen kann. Also das mache ich definitiv nie. Oder muss dann gucken. Also sag ich mal, die Heldinnen-Spiele, die Kampfspiele, ja, wo Frauen also so dargestellt werden. Weil im richtigen Leben funktioniert das so nie. Gibt Ausnahmen, ja, um Gottes Willen. Aber ich bin ein Mann und ich möchte die Rolle ja, dann auch so spielen. Ich möchte da keine Frau sein. Ich will jetzt wieder niemandem zu nahe treten. Ich denke, ich weiß schon wieder mal, wen ich meine. Aber das mache ich nie. Und wenn ich, wie gesagt, so Spiele habe, dann werde ich prinzipiell also versuchen, dann immer den männlichen Charakter zu wählen. Egal, wie hässlich er ist oder was er nicht kann. Falls ich solche Ballerspielchen und solche Abenteuer da in dem Punkt je machen werde. Und wenn ich doch mal die Rolle der Frau, also die weibliche Rolle, dann muss ich gucken, was das für ein Spiel ist. Ich habe jetzt schon eins im Auge, aber da will ich noch nicht sagen dazu. Weil ich A, nicht weiß, ob es dann wenn unter Linux läuft und ja, B, ob ich es dann überhaupt mache. Ja. Ja, da will man ja noch nicht so vor, ich will da noch nicht spoilern oder zuvorgreifen. Das geht ja meist dann doch immer in die Hose, deswegen sage ich dazu noch nichts. Psst. Man muss nie alles verraten. Ja, meine Lieben, das soll es für das Quassel-Video gewesen sein. Wie gesagt, den Kanal verlinke ich euch und meinen Engel-Kanal verlinke ich auch. Und dann wird es wahrscheinlich eben demnächst dann, wie gesagt, nee, so rum. Das, wenn Pflanzen gegen Zombies fertig ist, versuche ich, dass Hausflipper läuft. Und das werde ich demnächst vielleicht jetzt mal anfangen, wenn ich dazu in Stimmung bin. Mal gucken, wie sich das angeht. Das werde ich ja dann sehen, wann die erste Folge kommt. Ich lege jetzt noch keinen Tag fest. Das mach ich nie. Dann tue ich mich wieder festnageln lassen. Ja, dazu habe ich keine Lust. Ja, meine Lieben, soll es jetzt wirklich gewesen sein? Nochmal danke und wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich und sage bis dahin. Tschüss, euer Heinz.